Wir waren mittlerweile angekommen bei der Durchführungsphase, nachdem wir bereits über die Entwicklungsphase und die Planungsphase des Projektes gesprochen haben, wollen wir nun schauen, was in der Durchführungsphase eines Projektes von zentraler Bedeutung ist. In der Durchführungsphase erfolgt natürlich in erster Linie die Realisierung der geplanten Projektergebnisse, die ja in der Ablaufplanung auch genau spezifiziert worden sind. Das heißt, in der Durchführungsphase geht es darum, die einzelnen Projektaufgaben abzuarbeiten. Das heißt, diese sind ja in den Arbeitspaketen definiert worden. Wir fassen nochmal zusammen, wir haben ja einen Projektstrukturplan und dieser Projektstrukturplan gibt die grobe Struktur des Projektes wieder und dieser Projektstrukturplan besteht aus Teilprojekten, die sich wiederum als Arbeitspaketen zusammensetzen. Diese Arbeitspakete setzen sich aus Vorgängen zusammen und diese einzelnen Vorgänge müssen natürlich jetzt entsprechend abgearbeitet werden. Ein zentraler Punkt ist dabei natürlich die Einhaltung der aufgestellten Projektorganisation. Das heißt, es ist hier ganz wichtig, dass die Verantwortlichkeiten klar geregelt sind und die entsprechend verhindert wird auch, dass Aufgaben von mehreren Personen gleichzeitig irgendwo bearbeitet werden und nachher Probleme hinsichtlich der Verantwortlichkeit bestehen. Der Projektleiter muss außerdem sicherstellen, dass das Projektteam auf dem richtigen Pfad, auf dem richtigen Weg sozusagen ist bezüglich der Zielerreichung. Ich muss also immer schauen als Projektleiter, als Projektmanager, was ist das Soll bei der jeweiligen Aufgabe, bis wann muss es erledigt sein und wo stehen wir eigentlich, wie groß ist die Abweichung und worum haben wir da Probleme und das muss entsprechend adressiert werden. Das heißt, der Projektleiter hat, wie wir ja am Anfang gesagt haben, auch immer die Aufgabe, die Ergebnisse, die Detailergebnisse des Projektes zu aggregieren und immer in regelmäßigen Abständen an den Projektsponsor, also an den Auftraggeber und auch an das Steering Board, an den Lenkungsausschuss des Projektes zu berichten. Das mache ich natürlich auf einer anderen auf einer anderen Abstraktionsebene, da natürlich hier nicht über jedes einzelne Detail berichtet werden muss. Hauptaktivitäten des Projektleiters im Rahmen der Durchführungsphase sind also zum einen die Auswahl und Leitung des Teams, dann die Lieferantenauswahl zum Beispiel oder Lieferantenanfrage, sofern das bei einem Projekt von Belang sein sollte. Und natürlich der ganz wichtige Bereich der Kommunikation. Wir sagen immer, Projekte scheitern eigentlich nicht an den unzureichenden Projektplänen oder Projektstrukturplänen oder Meilensteinplanung, sondern eher an unzureichender Kommunikation. Der Projektleiter, wie wir gesagt haben, ist Innen- und Außenminister des Projektes zur gleichen Zeit. Also im Rahmen der Kommunikation gilt es vor allen Dingen immer darum, gegenüber den internen Stakeholdern, aber auch den externen Stakeholdern das Projekt zu kommunizieren, den Fortschritt zu kommunizieren und die entsprechenden Stakeholder, die für das Projekt entscheidend sind, einzubinden. Projektkontrolle und Steuerung hatten wir gerade gesagt. Analyse von Soll-Ist-Abweichung. Was sind die Gründe dafür und das muss entsprechend adressiert werden. Berichterstattung gegenüber dem Steering Board, gegenüber dem Projektsponsor, Qualitätssicherung und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist das Risikomanagement. Wir hatten uns ja bereits einmal mit der Risikoanalyse beschäftigt, die genau aufzeigt für die einzelnen Vorgänge, Arbeitspakete, Teilprojekte, je nach Aggregationsebene, welche Eintrittswahrscheinlichkeit haben Risiken und welche Auswirkungen hat das jeweilige Risiko auf das Gelingen des Projektes hinsichtlich der Qualität des Projektergebnisses? Und dieses Risikomanagement mache ich nicht nur zu Beginn des Projektes, wenn es darum geht, eine Bestandsaufnahme zu machen, sondern das muss ich, und das ist ganz wichtig, immer kontinuierlich tun. Gerade in der heutigen Zeit, wo Umweltfaktoren sich ständig ändern. Change Management ist eine andere wichtige Aufgabe, die auch stark mit dem Bereich der Kommunikation korreliert. Warum? Weil wir gesagt hatten, dass ein Projekt in erster Linie durch seine Einmaligkeit gekennzeichnet ist. Einmaligkeit der Bedingungen. Das heißt, jedes Projekt bedingt auch implizit immer einen Wandel, einen Change. Und diesen Wandel muss ich natürlich entsprechend kommunizieren und ich muss die entsprechend betroffenen Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, Stakeholder intern und extern einbinden. Deswegen ist Change Management hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Projektleiter, Projektmanager auch immer sogenannte Change Agents sind.
Es ist sinnvoll für den Projektmanager, für den Projektleiter, eine sogenannte Kommunikationsmatrix anzufertigen. Das heißt, in der Kommunikationsmatrix geht hervor, welche Person mit welchen Informationen in welcher Frequenz zu welchem Termin versorgt wird und wer für die Erstellung der Kommunikation verantwortlich ist. Hier kann man das mal sehen, beispielhaft. Das heißt, hier ist daraus abzulesen, dass beispielsweise hier der Statusbericht über das Projekt als Word-Dokument dem zentralen Projektcontrolling zur Verfügung gestellt wird von dem Project Office, und zwar monatlich und immer zum zweiten Freitag im Folgemonat. Das ist ganz sinnvoll, sowas zu tun. Das sieht ein bisschen administrativ aus, ist natürlich auch mit administrativem Aufwand verbunden. Es hilft aber bei komplexen Projekten, den Überblick zu behalten, wann welcher interne, externe Stakeholder mit welchen Informationen versorgt werden soll. Das hat sich in der Praxis also sehr bewährt, das zu tun. Projektkontrolle meint, wie wir gesagt haben, den Soll-Ist-Abgleich des Projektfortschritts. Das heißt, Grundlage für das Projektcontrolling ist immer ein Funktionieren des Berichtswesens innerhalb des gesamten Projektes. Abweichungen vom Projektplan sollen aufgezeigt werden, analysiert werden, sodass möglichst rechtzeitig entsprechende Gegenmaßnahmen ergriffen werden können. Das heißt, es ist nicht nur angezeigt zu sagen, wir haben hier eine Abweichung zwischen Soll und Ist, sondern auch, was sind die Gründe dafür und wie können wir diesen Gründen sozusagen begegnen oder diesen Soll-Ist-Abweichungen praktisch, wie können wir das kompensieren, wie können wir das letztendlich sicherstellen, dass wir wieder auf den richtigen Weg sozusagen kommen. Mindestanforderung an die Projektkontrolle ist also zu wissen, wer meldet eigentlich wem über den Projektfortschritt, in welchen Zeitabständen ist das zu tun, ist das wöchentlich zu tun oder alle zwei Wochen monatlich, das kommt immer natürlich ganz stark auf das Projekt an. Dann welche Daten müssen zu welchen Arbeitspaketen gemeldet werden und wie sollen die gemeldeten Daten in welcher Form eigentlich aufbereitet werden. Das ist der ganz, ganz wichtige Teil der Projektkontrolle während der Durchführungsphase. Hier ist mal ein Überblick in der Grafik zu sehen über das Projektberichtswesen. Daraus ist zu entnehmen, dass der jeweilige Projektmanager hier der Projektleiter einmal ein sogenanntes projektexternes Berichtswesen betreibt, indem er an den Projektlenkungsausschuss zum Beispiel berichtet oder an den Projektauftraggeber, an den Projektsponsor. Gleichzeitig natürlich aber auch im Innenverhältnis hier gegenüber den Teilprojektleitern und den einzelnen Projektmitarbeitern berichtet bzw. von denen entsprechende Informationen hält. Das heißt, ich habe sowohl ein projektinternes Berichtswesen, welches sich eher an die Teilprojektleiter richtet und an die Projektmitarbeiter, und ein externes, hier nicht firmenextern gemeint, sondern extern in Bezug auf das Projekt. Und hier geht es um die Kommunikation über die Aufbereitung von Berichten auf einer entsprechenden Aggregationsebene gegenüber dem Lenkungsausschuss und dem Auftraggeber des Projektes. Das Monitoring von Projektrisiken, hatten wir gerade schon mal gesagt in diesem Kontext, ist von zentraler Bedeutung und zwar im Zeitablauf. Das heißt, eine Risikoanalyse, die wir hier jetzt nochmal sehen, beispielhaft aufgezeigt, die hier für verschiedene Risiken hier aufgezeigt ist, die kann ich nicht einmal machen, sondern die muss ich fortwährend machen. Das heißt, Risiken, wie hier das Risiko A zum Beispiel, die verändern sich ja auch. Das heißt, Risiken eskalieren, verändern die Eintrittswahrscheinlichkeiten oder auch die Auswirkungen auf das Projektergebnis. Das heißt, einige Risiken, wie hier beispielhaft für Risiko B aufgezeigt, fallen zum Beispiel ja auch unter den Tisch, weil das eben nicht eingetreten ist beispielsweise. Die wichtige Aussage hier ist, dass Risikomanagement niemals statisch betrieben werden soll, sondern immer dynamisch, das heißt in regelmäßigen Abständen. Mit der Implementierung wird nun das Projektergebnis an den Projektsponsor, an den Auftraggeber übergeben. Das erfolgt im Rahmen einer Dokumentation. Wichtig ist auch hier zu sagen, dass wir hier entsprechend Schnittstellenanpassung haben, Integration. Das heißt, es müssen auch Hinweise erfolgen oder Pläne aufgezeigt werden, wie ein Projekt
entsprechend nach Durchführung auch in den einzelnen Abteilungen gegebenenfalls in die einzelnen Abteilungen integriert werden kann, beziehungsweise was für Anpassungen, Schnittstellenanpassungen hinsichtlich Kommunikation zum Beispiel erforderlich sind. Oder wenn es zum Beispiel um entsprechende neue IT-Systeme geht, müssen entsprechende Einweisungen, entsprechende Schulungen praktisch erfolgen. Das war der neunte Teil schon unserer Reihe, E-Lecture-Reihe über das Fach Projektmanagement. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und wir würden uns freuen, Sie bald wieder an dieser Stelle begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiedersehen.